Herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Halbfinale. Das ist jetzt ein Sieg. War ein schwieriges Spiel. Wie bewertest du das Spiel? Ja, ich sage immer wieder, gegen unterklassige Mannschaften, es ist immer schwer, ein Spiel zu bestreiten. Wir haben es auch nicht schlecht gemacht. Waren fußballerisch auch nicht verkehrt. Aber ich denke, man hat dann innerhalb der zweiten Halbzeit gesehen, dass sie die Qualität dann doch am Ende durchsetzt. Wir hatten es ein bisschen schwer, aber Kompliment an die Mannschaft, dass wir es angenommen haben und in der zweiten Halbzeit dann den Sack zugemacht haben. Jetzt habt ihr ein paar Tage frei, bevor das nächste Spiel in der Liga ansteht. Wie wichtig ist das auch für euch? Kommt in den Top-Aufteil? Ja, man weiß ja, dass jeder Fußballer ein paar Tage braucht, um wieder auf volle Temperatur zu kommen. Ich glaube, die Beine sind bei jedem ein bisschen schwer. Und ich denke, dass ein paar freie Tage wichtig sind. Und ja, jeder in der Mannschaft freut sich, und ein paar Tage mit der Familie zu verbringen. Und das gehört zu jedem Fußballgeschäft dazu. Danke. Okay, Glückwunsch zum 4:1 Sieg. Danke. Ihr habt euch aber ein bisschen schwer getan, besonders in der ersten Halbzeit. Woran glaubst du, liegt das? Also ich glaube, es waren zwei Gründe. Das erste war die Grundordnung, die wir in der Halbzeit verändert haben, also die taktische Ausrichtung. Und wir haben halt einfach mit viel zu wenig Tempo gespielt. Und den Gegner, also wir machen eigentlich das 1-0, was alles gut ist und uns eigentlich ins Spiel bringen müsste. Und dann legen wir uns den Gegentreffer eigentlich selber rein. So. Und dann waren wir so ein bisschen, so finde ich, lethargisch, viel zu langsam, viel zu träge, keine Stimmung auf dem Platz. Und dann haben wir das natürlich angesprochen, und wir haben die taktische Grundordnung auf 4-1-4-1, also weg von der 3- oder 5er-Kette hin zur 4er-Kette mit Pärchen außen. Ich glaube, wir haben dann ja auch die Tore fast immer über außen, so speziell auch die letzten, wo wir sowieso dann Raum hatten, gemacht. Aber ich glaube, das war halt wichtig. Erstens die taktische Ausrichtung und dass wir das Tempo und die Leidenschaft erhöht haben. Auch dann vor den Einwechslungen schon, aber dann auch mit den Einwechslungen. In knapp anderthalb Wochen geht es dann weiter in der Liga gegen Werder Bremen 2. Was nehmt ihr euch da dann auch vor? Oder ist das jetzt auch noch gar nicht im Kopf so richtig? Nein, ist noch gar nicht im Kopf. Wir haben viele Spiele jetzt gehabt, wir haben viel investiert und wir haben den einen oder anderen, der angeschlagen ist. Wir werden jetzt morgen nochmal locker trainieren, dann kriegen die Spieler über Ostern 3 Tage frei. Und dann fangen wir Ostermontag an mit einer relativ langen Woche, weil wir fangen Montag an, Samstag haben wir dann das Spiel mit 5 Tagen und dann bereiten wir uns auf Bremen vor. Wir freuen uns jetzt, dass die Rückrunde wieder anfängt. Wir kennen die Gegner jetzt alle, und Spektakel wäre schön wieder gegen Bremen, aber es muss kein 4-4 sein. Also 4 Tore ist super vorne, aber hinten ist katastrophal. Okay, danke sehr.